Tja, heute werden Karten gebastelt und zwar mit dem Papierset von Studio Light. Wild and Free heißt es. Und die Papiere sind von dem holländischen Online-Store scraphut.nl. Und ich werde damit Karten, wie gesagt, basteln und da hoffe ich, euch einige Inspirationen liefern zu können. Dieses wunderschöne Papierset ist einseitig bedruckt und hat jedes Motiv zweimal. Und rechts dazu passend oben eingeblendet, dieser Block halt enthält mehr als 300 Ausstanzungen, die im Grunde genommen nur noch herausgebrochen werden müssen. Da muss man nicht die Schere benutzen, auch keine Stanze. Das ist recht praktisch, wenn man mal einfach mal schnell auch ein paar Verzierungen haben möchte. Und die sind harmonisch auf das Papier abgestimmt. Einige Vorbereitungen habe ich hier schon getroffen. Ich zeige euch das nur mal kurz. Das Papier war natürlich zweimal drin und da habe ich die eine Seite schon rausgerissen, habe mir ein Stück abgeschnitten und suche mir jetzt gerade die passenden Verzierungen aus diesem Block heraus. Und das ist so, dass das Motiv auch, also diese Motive, die ihr gerade gesehen habt, zweimal vorhanden sind und ihr habt das auch in verschiedenen Skalierungen, das heißt etwas größer, etwas kleiner, was auch sehr, sehr praktisch ist. Und ich zeige euch gerade, was ich hier so verwendet habe. Diese Stanze, die ist nicht von Studio Light, die habe ich aber trotzdem benutzt. Und auch diese hier, diese Stanze habe ich benutzt, aber die ist wiederum von Studio Light und die ist aus diesem Stanzset. Das ist alles harmonisch abgestimmt, auch auf das Papier, sodass man eine Slimline-Karte auch mit basteln kann. Das zeige ich euch später. Und die sind alle natürlich einzeln dann dazu, kann man die dazu kaufen und ja, passt wunderbar. Und ich habe eigentlich so überhaupt keine Efeu-Stanze und die finde ich richtig klasse. Ich habe mir passendes Papier ausgesucht und zwar hatte ich noch Goldpapier, was so einen leicht gelblichen Schimmer hat, was hier aber wirklich super zu passt. Und ich habe mich jetzt bewusst da mal für entschieden, nicht jeder mag das so in diesem Vintage-Stil. Normalerweise nehme ich dann immer mein Schwämmchen und umrande dann mit Tinte dann noch die Verzierungen und klebe die dann auf, damit das so ein bisschen hervorgehoben wird, optisch hervorgehoben wird. Habe mich aber hier mal bewusst dagegen entschieden, um auch zu zeigen, man kann es halt auch anders gestalten. Ja, und ich finde das immer wichtig, Strukturen zu erzeugen und verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren. Und das mache ich hier auch. Aber diese Teile, die ich jetzt verklebe, die stammen alle, nicht langsam, die stammen alle aus diesem Papierset. Und ja, ich habe mir jetzt diesen Flüssigkleber genommen. Ich teste den heute. Das ist der von Stamperia. Und das ist ein Kraftglue. Ich habe bisher immer einen anderen Kleber genommen, aber ich muss ehrlich sagen, der klebt hervorragend. Also ich bin ganz zufrieden. Hier habe ich noch das restliche Stück Papier, wo ich dann gedacht habe, da kann ich vielleicht auch noch was mitmachen. Ja, hier habe ich das ausgeschnitten, was ich zuvor ja hier ausgestanzt habe. Hier sieht man das. Das ist noch das Reststück, was ich jetzt mit der Hand gemacht habe, weil die Stanze stanzt in das Papier hinein, aber spart halt die Umrandung aus. Und auch hier habe ich wieder dieses gelbliche Goldpapier genommen und will jetzt mir das sozusagen ergänzen. Hier sieht man das, dass das ein 20x20 cm Papier war komplett und ich werde das jetzt hier so nutzen, dass ich nach Möglichkeit keine Reste behalte. Und wer nicht messen möchte, der dreht sich das einfach so um und zeichnet mit einem Bleistift auf dem Papier an, wo geschnitten werden muss. Und genauso habe ich das jetzt auch erledigt. An dieser Stelle nehme ich Flüssigkleber, weil ich meine, dass man dann ein bisschen noch herumschieben kann. Wenn man es dann mit Tape macht, dann klebt es und wenn es klebt, dann klebt es. Und wenn man sich vertan hat, kann man wieder von vorne anfangen. Das wollte ich ja jetzt nicht. So, das Papier ist schon mal drauf. Und dieses kleine Stückchen, das möchte ich nicht vergeuden. Das passt natürlich perfekt zu diesem Motiv, weil es ja aus dieser einen Seite her stammt. Und ich nehme jetzt einfach mir mal, die Idee kam mir gerade spontan, nehme ich mir mein Falzbrett und bei einem halben Inch, ich hoffe, ich sehe das jetzt hier richtig, weil ich mache ein Voice-Over mit meinem Handy, da werde ich jetzt das einfach oder habe das jetzt gerade gefalzt und an den Ecken muss man so ein bisschen was noch wegschneiden, damit man da nicht so einen dicken Wulst hat, wenn man das jetzt umknickt und nachher festkleben möchte. Deswegen
bitte da an der Stelle drauf achten, dass man das schön dann auch zurechtschneidet. So, ich werde mir jetzt hier eine Tasche vorbereiten, eine kleine Pocket. Das Papier ist stabil genug und das wird auch ein bisschen was aushalten. Naja, so passt es richtig gut. Und diese kleinen Schnipschen nehme ich auch noch weg, damit mir da nicht beim Kleben nachher noch irgendwie eine weiße Stelle oben rausguckt. Das kann schon mal passieren. Wollen wir nicht, also machen wir das weg. Ja, so gefällt es mir richtig gut an der Stelle. Und jetzt denke ich gerade nach, mit diesem Gerät hier so eine kleine Einkerbung noch hineinzufügen. Auf der Seite steht Notch und die habe ich jetzt benutzt. Ich habe nichts gemessen. Ich habe das wirklich jetzt Pi mal Auge gemacht. Und ich hoffe mal, dass mich mein Augenmaß jetzt hier nicht komplett verlässt. Das ist ein Silikonpinsel, mit dem ich jetzt die Klebe ein bisschen verstreiche. Dann ist wirklich überall die Klebe gut verteilt. Und es ist auch nicht so dick, dass das so aufträgt, dass man vielleicht unebene Stellen hat. Ein kleiner Tipp von mir, ich nutze diese kleinen Pinselchen immer sehr, sehr gerne. So, jetzt haben wir einen Rest verwertet, den wir jetzt richtig schön auch in die Karte noch eingearbeitet haben. Und ja, was machen wir jetzt da oben? Das sieht so ein bisschen kahl aus. Die Pocket war ja jetzt wirklich sehr schnell erstellt. Das ist in 0, nichts gemacht. Das ist auch noch ein Reststück von diesem Papier. Und da passt dann natürlich das wunderbar in die Tasche rein. Und das ist jetzt mein Element, was ich ja zuvor ausgestanzt hatte. Und da es normalerweise in das Papier hineinstanzt, habe ich mich dazu jetzt, ja, habe ich mir das so da ausgedacht, dass ich mir mit der Schere das ausschneide, dass ich noch eine kleine Verzierung da oben habe, weil die Outline wird halt nicht, also diese Umrandung wird nicht mit ausgestanzt, so ist die Stanze nicht vorgesehen. Auch hier nehme ich wieder Flüssigkleber und habe jetzt schon eigentlich alles ganz gut platziert. Jetzt schaue ich mir gerade so meine Karte nochmal an und gucke mir das Design so, was ich mir so ausgedacht habe, an und bin der Meinung, dass ich irgendwas aufgreifen muss, was da vielleicht auch noch auf meinen kleinen Tag, den ich da reingeben will, passt. Ja, hier ist jetzt das Reststück. Dann habe ich wirklich die ganze Seite verbraten für meine Karte. Ja, und da fiel mir dann dieser wunderschöne Stempel ein und den nutze ich heute dann zum ersten Mal. Auch wenn der viel zu groß ist, überhaupt kein Problem. Man kann ihn natürlich auch teilweise dann benutzen. Ja, ich bereite jetzt meinen Stempel vor. Wenn man einen ganz neuen hat, rubbel ich da immer so ein bisschen mit den Fingern noch drauf rum, damit dann später dann die Tinte besser drauf haftet. Das muss man aber nur beim ersten Mal machen. Und ich habe dann mich auch noch entschieden, einen Probeabdruck zu machen. Den zeige ich euch jetzt aber nicht, weil ja, ich will ja zeigen, wie ich hier die Karte herstelle. Das hat damit jetzt nicht unbedingt was zu tun. Ja, und hier habe ich jetzt wieder meinen Tag. Und jetzt habe ich meine Versafine-Tinte drauf gegeben. In dem Fall ist das Nocturne. Und ich bin jetzt schon hin und weg. Schaut euch an, wie filigran das ist. Das ist ein super filigraner Stempel. Das ist, wie gesagt, jetzt mein kleiner Tag. Da war ich jetzt gerade am Schauen, wie die Schrift ist, also die Ausrichtung. Nicht, dass ich das verkehrt rum mache. Das ist das Testpapier, was ich vorher benutzt habe. Und hier habe ich einige Stempel schon mal irgendwann vorbereitet. Die habe ich mal für Karten benutzt. Einige sind schon ja, im Einsatz gewesen. Die Karten sind schon unterwegs. Aber jetzt hierfür habe ich mir so ausgedacht, kann ich da vielleicht so den einen oder anderen Spruch ganz gut gebrauchen. Und ich habe hier noch dieses Stanzenset, das ist auch von Wild and Free. Und da habe ich diese Stanzen benutzt, um dann noch ein paar Teile auszustanzen. Das war jetzt von meinem Probeabdruck eigentlich, aber ich nehme das trotzdem irgendwann. Und ich habe hier auch die kleinere noch benutzt mit meinem Goldpapier. Da sind Libellen sind dabei, also eine Libellenstanze. Und ich habe mir Libelle habe ich ausgestanzt und auch eine Biene. Und so einen wunderschönen kleinen, ja, so eine Büroklammer mit einer Blume oben drauf. Sieht richtig klasse aus. Jetzt tariere ich gerade aus, wie ich das verklebe. Ich glaube, dieser Hochkantstempel, der passt einfach besser als der im Querformat. Und dann werde ich jetzt mal anfangen, das zu verzieren. Ja, bei diesem Papier achte ich auch darauf, dass ich den Flüssigkleber nicht so, wie ich ihn jetzt habe, drauf klebe, sondern ich verstreiche wieder mit dem Pinsel, damit sich da nicht eventuell
dann mein Kleber durchdrückt. Gerade bei dem weißen Papier kann das schon mal passieren, dass man das dann sieht, und das möchte ich nicht. Ja, und diese kleine Büroklammer, die finde ich ja sowas von hübsch. Die kann dann auch noch oben drauf. Auch da verstreiche ich das ein bisschen, damit überall auch Kleber dran ist. Und schon sieht das richtig klasse aus. Mit der Verzierung muss man ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt doch einen sehr lebhaften Hintergrund habe, dass es nicht zu viel wird. Und hier meine wunderschöne kleine Biene. Die kommt jetzt unten an die Ecke. Ja, ich habe das so ausgerichtet, dass links und rechts unten, also links oben und rechts unten halt eine Verzierung ist. Und dann hat man so eine gewisse Balance auf der Karte geschaffen. Ja, mir gefällt es immer ganz gut, wenn die Ecken abgerundet sind. Und deswegen habe ich jetzt hier meinen Eckenstanzer genommen. Da sind drei verschiedene Rundungen und da passt das jetzt alles wunderbar hinein. Und ich habe hier jetzt noch meine Libelle. Aber da will ich sie eigentlich nicht auf dem Tor haben. Das wäre so ein bisschen schade. Also das würde dann alles zu sehr verdecken. Und hier habe ich jetzt mein Tag drin. Und auf dem Tag kann dann derjenige, der dann die Karte verschicken will, kann man dann draufschreiben, ja, herzlichen Glückwunsch oder irgendeinen Gruß. Also das ist dann variabel, ne? So wie man das dann personalisieren will. Ja, dadurch, dass ich im Grunde genommen den Spruch "Jetzt ist die richtige Zeit" genommen habe, ist diese Karte universell eigentlich auch einsetzbar. Das ist jetzt nicht nur für Glückwünsche gedacht. Theoretisch könnte ich sie auch so, wie sie dann später aussehen wird, als Verzierung in eine Pocket, in ein Album oder in ein Journal geben. Ich kann sie entsprechend des Anlasses beschriften und verschicken als Karte. Oder ich kann es mir auch einfach so aufstellen, nur weil ich es schön finde. Ja, so sieht das dann hinten aus. Und ich werde euch jetzt mal ganz kurz nochmal zeigen. Das hier ist das Papier. Da sind so viele verschiedene Möglichkeiten und Varianten. Links ist das, wo man das ohne eine Stanzmaschine zu benutzen halt rausbrechen kann. Und hier sind die Papiere, die ich jetzt benutzen möchte. Da habe ich mir rechteckig halt einen Ausschnitt halt gewählt und den habe ich zerschnitten. Und ich habe mir das so gedacht, ich werde das nämlich in verschiedenen Lagen jetzt verkleben. Das ist ein ganz normales Kartenformat, A6. Und im Hintergrund wird dann der Himmel sein. Und das ist mein Gartentor mit den wunderschönen Blumenranken. Und hier kommt die junge Dame mit den Blumen. Ja, und hier inke ich tatsächlich die Ränder alle mal ein und habe jetzt mir so gedacht, dass ich das jetzt verklebe mit Flüssigkleber. Und zwar wird natürlich das, was hinten hinkommt, der Himmel, der wird als erstes verklebt. Und der Rest folgt dann. Allerdings werde ich da dann auch einige Erhöhungen mit drunter geben. Und ich nutze ja sehr, sehr gerne auch Verpackungspapier und auch manchmal so wie hier diese Streifen. Mit denen waren einige meiner Stanzen auf einer Acetatfolie befestigt. Und die habe ich mir alle aufgehoben. Und ich gebe trotzdem diesen Kleber noch da drauf, weil manchmal klebt das nicht mehr ganz so gut und deswegen doppelt genäht hält besser. Das gibt dann die notwendige Erhöhung und das ist nicht zu dick, aber gerade so, dass das einen gewissen Abstand dann halt einhält. Und ich habe mal wieder was verbastelt, was eigentlich in den Müll kommen würde und so ist es dann recycelt. Jetzt halte ich das nochmal an, damit ich die richtige Position finde. Ich verdecke mir einen Teil von meinem schönen Tor, aber ja, das ist jetzt dieser Konstruktion halt geschuldet. Und hier kommen natürlich auch noch mal ein paar von diesen, ja, wie soll man sie nennen, Formklebepads, kommen jetzt hier drauf. Aber wie gesagt, das sind eigentlich Sachen, die normalerweise wahrscheinlich im Müll landen würden. Aber nichtsdestotrotz, ich verwende so etwas und das sieht man hinterher nicht. Und es ist ja ein ganz normaler Kleber eigentlich auch. Und warum soll man das nicht benutzen? Ja, und wenn man das jetzt so verklebt hat, dann gibt das so ein wenig von der Optik der Dreidimensionalität. Also die Idee ist eigentlich, dass im Hintergrund das Gartentor ist, im Vordergrund die wunderschönen Blumen und sie hat gerade die Blumen geschnitten, kommt aus dem Garten und will jetzt das Blumenbouquet überreichen. So ist meine Fantasie.
Ich finde, sie hat wirklich ein sehr freundliches Lächeln und das ist doch ein sehr einladender Kartengruß. Ja, ich mag es auch, wenn innen drin noch etwas aufgenommen wird von der Karte, von der Gestaltung, vom Äußeren. Und erst hatte ich noch gedacht, hier noch eine Blume so oben drauf zu geben, aber ich möchte die jetzt hier unten links in die Ecke arrangieren. Jetzt blätter ich mal so ein bisschen hier durch meine vielen, vielen verschiedenen Möglichkeiten und schau mal, was so passt. Und ich habe auch immer hinten ganz gerne noch irgendwas Schönes draufgeklebt und das werde ich jetzt als erstes hierhin platzieren. Dann nimmt das im Grunde genommen das Papier nochmal so auf. Es ist so eine durchgängige Geschichte. Und auch hier habe ich wieder so ein Stückchen übrig behalten, weil ich arbeite ja im A6-Format und das passt natürlich ja, auf das 20x20 Papier sehr, sehr gut drauf. Aber man hat dann solche Reststücke. Und ich nehme jetzt hier wieder meinen Eckenabrunder, so sieht das gleich gefällig aus, habe so eine kleine Einkerbung geschaffen mit meinem Stanzer und jetzt verklebe ich das als kleine Tasche. Ich liebe sowas, solche kleinen Taschen innerhalb von einer Karte. Man kann dann immer wunderbar noch Sachen hineingeben und auch Sachen personalisieren. Wer möchte, kann da auch eine Geschenkkarte hineingeben. Geld kann man hineingeben, weil oftmals, ja, weiß man nicht so recht, was man dem Beschenkten, was man dem Gutes tun könnte. Und oftmals werden Gutscheine verschenkt. Und ja, wenn so kleine, im Englischen nennt man das Giftcards, wenn man die dann hineingibt, hier zeige ich das gerade, dass es das passen würde, dann hat man ein schönes Fach dafür. Ja, ein bisschen Bling-Bling ist auch nicht verkehrt. Und ich nutze jetzt hier Stickles. Ich habe mir jetzt doch mal welche besorgt noch, weil mein Fläschchen war irgendwie leer. Und ich weiß, man kann es leider nicht so gut mit der Kamera einfangen. Ich versuche das immer so gerne zu zeigen, aber wenn man die Karte in der Hand hat, also da ist so was Schönes, was da passiert, leider kann ich es nicht so rüberbringen mit der Kamera. Ja, und jetzt sind wir schon beim nächsten Kartenmodell. Ja, unglaublich, wie schnell man mit diesem Set Karten gestalten kann. Jetzt möchte ich allerdings mal dieses Stanzenset ausprobieren, was auch hier zu dieser Serie gehört. Aber das ist so universell einsetzbar, also das ist der Wahnsinn. Ich hatte jetzt das Papier mit dieser inneren Stanze ausgestanzt und jetzt fiel mir ein, ich habe noch von meiner Jelly Plate einige Papiere und da will ich jetzt auch mal gucken, ob man das so kombinieren kann. Und ich habe mir so gedacht, als nächste Lage das rote Papier zu nehmen, dann darunter das dunkelblaue und das so übereinander zu verkleben. Und das passt. Weil das Rot kommt in dem Papier vor und das Blau auch. Also man kann sehr schön auch mit eigenem Papier diese Dinge miteinander kombinieren. Und dann einfach so ein paar Sachen aus diesem Papierpad, Set, was halt diese Ausstanzung hat, herausgebrochen. Und schon kann man loslegen. Ist wirklich fix gemacht. Und ich habe hier, das ist übrigens auch noch wieder ein Reststück von meinem ja, Karton, was ich immer gerne benutze. Das ist ein stärkeres Papier. Das nehme ich immer als Grundkartenmodell. Und das ist, glaube ich, von Claire Fontaine und hat eine Grammatur von 250. Und ich nehme die jetzt und bereite mir jetzt hier etwas vor mit einer Falz von einem halben Inch, weil ich mir ganz, also ich zeige jetzt hier nur gerade, dass es ein DIN A4 Blatt war. Hier werde ich das jetzt einfach so an diese Kante dran kleben. Warum mache ich das? Ja, ganz einfach. Entweder hat man ein zusätzliches Faltelement, was so ein bisschen das Interesse auch so hebt an der Karte, an der Optik, oder man hat sich eine Tasche geschaffen, also so eine Pocket. Und so oder so, immer ein kleiner Hingucker und immer wieder nützlich. Und in meinen Augen ist das auch sehr gut für ja, Einarbeitung in ein Journal oder Einarbeitung in ein Album. Das geht beides. Meine Papiere von der Jelly Plate, die ich da jetzt zurechtgeschnitten habe mit dem Stanzenset, da sind ja drei Stanzen dabei, wo man eine Slimline-Karte schön herstellen kann, hatte ich jetzt nur, ich hatte das so übereinander gelegt, das war aber noch nicht verklebt. Jetzt beginne ich mit dem wunderschönen Blau. Also das ist ein Wahnsinnsblau. Und wie gesagt, auch sehr schnell selber hergestellt. Ich zeige auch auf meinem Kanal, wie man so Prints herstellt und ich liebe so etwas und ich will das einfach jetzt nur mal zeigen, dass man auch mit anderen Farben, mit anderen Materialien, mit diesem Set arbeiten kann. Und
Was hier auch wieder zum Einsatz kommt, wie gesagt, ich arbeite auch gerne mit Junk Journals und ich arbeite gerne im Mixed-Media-Bereich. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das war auch Verpackungspapier. Sowas kann man auch mal wunderbar nehmen zum Einfärben und da ist die Jelly Plate wirklich eine tolle Wahl. Ja, und jetzt klebe ich das oben drauf und habe einen wunderschönen Rand. Klar, es geht jetzt viel von meinem Papier verloren, aber das ist auch etwas dünn und ich möchte ja auch Stabilität haben. Deswegen ist das immer gut, in Lagen zu arbeiten und dadurch macht das jetzt gar nichts. Das alleine jetzt als Karte genommen zu haben, das wäre keine gute Idee. Ja, und mein vorher ausgestanztes Stempelmotiv hier, mein Spruch, das Leben ist schön, habe ich jetzt auch untergebracht und das ist auch relativ neutral. Also das Leben ist schön, ja, kann man Geburtstag feiern, man kann in den Garten gehen, man kann eine Gartenparty schmeißen. Also da sind verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und es ist wie gesagt so neutral gehalten, dass es auch in ein Journal passt. Man würde das dann zum Beispiel beim Junk Journal in die Mitte hineinnähen. Also da ist ja die Falz und dann kann man das ganz normal wie anderes Papier auch reinnehmen. Und da es ein DIN A5 Format hat, also DIN A5 von der Höhe her, also 21 cm, passt es auch. Es ist natürlich jetzt nicht mehr komplett DIN A5, weil ich es ja so zurechtgeschnitten habe. Ja, und so wird das dann innen drin gefaltet, aber das kommt jetzt auch noch, das zeige ich euch jetzt. Ich nutze wirklich jeden Rest. Ja, Scraps. Ist doch schade, wenn man so etwas übrig lässt. Und ich habe jetzt noch dieses wunderschöne rote Papier. Und warum soll ich das jetzt nicht für diese Klappe dann nehmen? Beziehungsweise nachher wird das eine Tasche. Und auch hier habe ich jetzt zumindest an der rechten Seite die Kanten etwas abgerundet. Da das Papier so dünn ist, greift da leider mein Stanzer nicht richtig. Man könnte jetzt noch ein anderes Papier drunter legen und dadurch dann ja, einen besseren Schnitt erzeugen. Aber notfalls nimmt man dann einfach mal die Schere und schneidet ein bisschen hinterher. Ja, und jetzt habe ich hier mein wunderschönes rotes Papier. Da sind auch noch von diesem Blau sind noch so ein paar Anteile drin. Das macht das alles so harmonisch. Sind da jetzt verklebt, ne? Tja, so schnell geht's. Ja, und das Rot passt natürlich zu dem vorne, weil das ist aus demselben Stück Papier gewonnen. Und hier kann ich jetzt noch mal etwas ausstanzen, weil ja, die Stanze, die passt dann natürlich perfekt zu diesem Format. Das ist ja alles aufeinander abgestimmt, sodass man auch gut in Lagen arbeiten kann. Das bietet sich hier wirklich für an. Und auch hier wieder mein Silikonpinselchen. Und ich verstreiche da so ein klein wenig den Kleber, damit sich das nicht zu sehr durchdrückt, obwohl es wahrscheinlich nicht so auffallen würde bei diesem Papier, aber trotz alledem. Ja, es sind Unregelmäßigkeiten in dem Papier, aber das ist nun mal von diesem Print. Und ich könnte dieses Papier auch nicht ein zweites Mal herstellen. Das sind Unikate und das ist leider nicht machbar. Also wenn man das replizieren möchte, dann müsste man es digitalisieren, müsste man es einscannen und dann für sich dann ja sozusagen vervielfältigen. Hier habe ich noch ein Stück, was ich von dem anderen über hatte, wollte ich gerade mal sagen. Habe erst gedacht, ich mache es so als Rahmen, aber habe mich dagegen entschieden. Ja, also dann könnte man das digitalisieren, als Datei dann abspeichern und wieder ausdrucken. Aber ich sage es gleich, dieses Papier hat eine besondere Haptik. Es fühlt sich anders an, anders auch als andere Printmedien. Das kommt halt durch diese Acrylfarbe, die ich benutzt habe. Und dieses Erlebnis, diese Karte dann in die Hand zu nehmen und diese besondere Haptik zu haben, die würde verloren gehen. So, jetzt habe ich mir zu einem halben Inch jeweils diese Falznähte habe ich mir da gefalzt. Mein Gott, ich habe Wortfindungsprobleme. Und das will ich jetzt dahinter, diese Lasche, also hinter diese Klappe kleben, damit man eine sehr schöne Tasche hat, dass die nicht gleich mit der Kante aufgeklebt wird, weil dann kann man auch ein bisschen mehr hineingeben. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, trotz meiner Wortfindungsstörungen. Ich passe das hier so an und die Kanten habe ich auch etwas,
ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 45 Grad sind, aber ist ja auch egal. Also man muss da so einen kleinen Winkel reinschneiden, damit man das, wenn man das zusammenklebt, nicht außen sieht, damit das spurlos hinter dem Papier dann verschwindet, ne? Ja, das kann man dann auch nachträglich, wenn man das bei dem Papier so nicht vorgesehen hat, kann man das dann auf diese Weise zu Taschen verarbeiten und das ist ein kleiner Trick, so ganz nebenbei. Aber ich denke, wer viel gebastelt hat, der kennt den schon. Ja, an diesem Stück Papier, da habe ich mir so gedacht, werde ich das mal versuchen. Ich habe das aufgelegt auf ein anderes Stück und einfach den Eckenabrunder genommen. Es war leider nicht so wirklich von Erfolg gekrönt und ich muss doch wieder zur Schere greifen. Und jetzt gebe ich dieses kleine Stückchen, was ich wirklich nur habe, gebe ich jetzt auf, ja, eigentlich dieses Papier, was unter der Tasche ist, also was dann noch so hervorlugt. Und dass da drunter jetzt weißes Papier ist, das ist nicht weiter schlimm, weil da kommen ja dann irgendwelche Dinge noch hinein. Da kann man noch Tags arbeiten oder auch einfach ein Papier passend zuschneiden, in der Mitte falten und da kann man einen kleinen Brief reinschreiben oder eine kleine Notiz, falls man es in ein Album hineingeben möchte, vielleicht was man an dem Tag gerade Schönes erlebt hat, ein Foto kann man noch hineintun. Da sind viele, viele Möglichkeiten. Auch hier könnte man wieder eine Geschenkkarte auch deponieren, was auch nicht schlecht wäre, wenn man jetzt einen Gartenliebhaber hat, dass man da vielleicht sogar so Blumensamen in so ein Tütchen hineingibt und dann ein kleines Geschenk daraus macht. Ach, da gibt es auch wieder endlose Möglichkeiten. Ich habe immer zu viele Ideen im Kopf. Ja, das war's jetzt für heute. Das sind drei völlig unterschiedliche Karten, sowohl im Format als auch in der Technik. Und ich zeige euch immer gerne verschiedene Bastelbeispiele und so, dass man auch mal Sachen, eigene Sachen mit einarbeiten kann. Und ich hoffe, das war jetzt einfach eine Inspiration für euch, was man mit diesen, ja, mit diesem Set, was man so anstellen kann, was einem für Ideen kommen könnten, dass man in verschiedenen Dimensionen arbeitet, in mehreren Lagen, mit Stanzen arbeitet, eigenes Papier zum Beispiel auch von der Jellyplate einfach hinzufügt, wie man Taschen erarbeitet und wie man das vielleicht als Karte oder auch als Journal-Verzierung benutzen kann. Das ist wirklich jedem überlassen, wie er das haben möchte. Ja, es wäre ganz toll, wenn ihr mir ein Däumchen hoch hinterlassen könntet, vielleicht meinen, ja, Kanal abonniert, wenn euch das interessiert. Es kommen noch einige andere Bastelbeispiele, sowohl von Studialight als auch von Stamperia. Und ich kann nur sagen, bei Scrapart kann man sich da mal gerne umschauen. Also die haben diese Produkte im Moment im Online-Store. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hier bald wieder. Tja, ganz liebe Grüße. Tschüss.